Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal bei Shani Talk. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Heute wird es ein bisschen ernster. Ich blicke gemeinsam mit euch auf meine Examensvorbereitung für mein erstes juristisches Staatsexamen. Und in diesem ersten Teil, Part 1, möchte ich wirklich ein bisschen euch Einblick geben in meine Psyche. Wie erging es mir tatsächlich? Wie viel Stress hatte ich? Vielleicht hatte ich auch mal Tage, an denen ich heulend komplett vorm Schreibtisch saß. All das kommt jetzt in meinem Video, also bleibt auf jeden Fall dran. Bis gleich! Ihr Lieben, wenn ich das Wort Examensvorbereitung höre, da wird mir ganz flau im Magen. Und ich glaube, das geht bestimmt den ein oder anderen von euch auch so. Und es ist jetzt rückblickend, glaube ich, ein normales Gefühl, aber irgendwie schade, dass diese Zeit so anstrengend war. Wenn ich ehrlich zu euch bin, hatte ich wirklich super, super viel Stress. Und ich habe mir so viel Druck gemacht. In meinem letzten Video zum Thema Repetitoriumwahl habe ich euch ja schon so ein bisschen an die Hand genommen, habe euch da ein paar Tipps gegeben, guckt euch das gerne auch nochmal an. Also wenn ihr das Repetitorium aber abgeschlossen habt, entscheidet sich ja jeder von euch, sag ich mal, wann fängt er wirklich mit dem Selbststudium an. Das heißt, wie erstelle ich mir einen Lernplan, wann lerne ich, wie lange lerne ich und wann schreibe ich dann mein erstes Staatsexamen. Und ich glaube, spätestens ab dann fällt man wirklich in so ein Loch. Man sieht diese ganze Stoffmenge, jetzt heißt es wirklich lernen, lernen, lernen und irgendwie diesen ganzen Mist in den Kopf zu kriegen. Und dass man da auf einmal vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht, ist, denke ich mal, ganz normal und so erging es mir wirklich. Also ich saß da, wusste erstmal gar nicht, was ich machen soll. Ich habe gefühlt erstmal geheult und war ziemlich verzweifelt. Dann habe ich mir aber einen Lernplan erstellt. Dazu habe ich auch überlegt, mache ich mir gegebenenfalls bei Interesse nochmal ein separates Video für euch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob euch ein Lernplan interessiert, wie ich den so aufgebaut habe. Aber selbst mit einem Lernplan, wenn ihr den gut organisiert, kriegt man irgendwie echt Depris. Also ich hatte wirklich Struggles immer wieder an meinen Lerntagen, weil ich mir zu wenig Pausen gegeben habe. Ich habe nonstop durchgelernt. Das heißt, ich habe dann irgendwie von morgens bis abends gelernt, was total ungesund ist. Ich habe mir eine Mittagspause gegönnt und sonst wurde komplett durchgezogen. Und man hat einfach mal Tage, und das hat jeder, wo du nichts aufnehmen kannst. Du schlägst das Buch auf und du verstehst einfach nichts. Aber du quälst dich selber stundenlang, um irgendwas zu verstehen. Dabei sagt dir Körper und Geist schon längst, hey, bis hierhin und nicht weiter, weil heute einfach nichts reingeht. Und wenn ihr mal so einen Tag habt, dann ist das normal und solltet ihr auf jeden Fall eure Sachen zuklappen, was Schönes machen, trefft euch mit euren Freunden, verbringt Zeit mit eurem Partner, macht was mit eurer Familie, aber macht die Lernsachen auch einfach mal zu. Das war auf jeden Fall ein großes Problem, was ich einfach übersehen habe oder mit dem ich mich nicht weiter beschäftigt habe. Ich habe mich da so verfangen, in jedem Tag lernen. Du musst jeden Tag lernen. Sonntags habe ich mir einen lernfreien Tag gegönnt. Wow, doch so viel. Aber an den anderen Tagen habe ich einfach zu sehr übertrieben. Und ich glaube, auch jeder von uns kriegt irgendwann diese Selbstzweifel. Einfach Selbstzweifel. Schafft man es nicht und man versinkt da drin. Irgendwie gehören diese Selbstzweifel ja auch in jede Vorbereitung von stressigen Phasen mit dazu oder insbesondere in so einer Klausurenphase. Aber bei mir war es auf jeden Fall der Fall, dass ich mich selber komplett hinterfragt habe. Ich habe auf einmal gar nicht mehr daran geglaubt, dass ich irgendwas kann. Selbst die Rechtsgebiete, die mir vorher super im Studium gelegen haben, waren für mich auf einmal, oh Gottes Willen, ich verstehe ja gar nichts mehr, weil man halt vor lauter Bäumen auf einmal den Wald nicht mehr sieht. Und ein Tipp hier, auch Selbstzweifel sind normal, aber man sollte sich wirklich nicht darin verlieren. Und es gab auf jeden Fall Tage, das möchte ich auch ganz ehrlich mit euch teilen, da habe ich mich da drin verloren. Es ging mir super, super schlecht. Natürlich kommen dann auch so Gedanken, warum tut man sich das an? Andere studieren andere Studiengänge und haben irgendwie in den Klausurenphasen nicht so eine schlimme Phase, wie ich gerade hier in der Vorbereitung meines Staatsexamens. Warum tue ich mir, meinem Körper, meinem Geist, meiner Psyche diesen ganzen Stress überhaupt an? So, was habe ich noch gedacht? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe tatsächlich nie daran gedacht, abzubrechen oder aufzugeben, weil ich von der Person her jemand bin, der es immer erstmal versuchen wollen würde, anstatt vorher, sage ich mal, hinzuschmeißen. Aber dass all diese Gedanken, diese negativen Gedanken bezüglich des Studiums, bezüglich einem selbst, dass man das alles nicht schafft, in den Kopf kommt,
Haben wahrscheinlich auch viele von euch gehabt. Ja, wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich das auch gerne mit mir teilen. Da gehört vielleicht auch ein bisschen Mut dazu, aber ich finde, es ist wichtig, dass man das ganz klar auch mal so äußert, dass das Ganze kein Spaziergang ist, sondern auch wirklich an die Psyche geht. Ja, wie sahen sonst noch so die Lerntage bei mir aus? Wenn wir jetzt das Ganze schlecht betrachten von der Examensvorbereitung, wo es ja in diesem ersten Part drum geht, hatte ich auf jeden Fall auch Tage, wo ich heulend vor meinen Büchern saß, weil ich einfach nicht mehr konnte. Wenn man monatelang diesen Druck empfindet und spürt und sich selber diesem Druck aussetzt, dann gibt es einfach mal Tage, wo es einem komplett über den Kopf hinauswächst. Und natürlich hatte ich diese Tage auch. Ich saß heulend vor meinen Büchern, an meinem Schreibtisch. Ich bin schon mit so einer richtig schlechten Laune morgens aufgewacht, hatte überhaupt keinen Bock, weil ich wusste lernen. Wenn ich abends ins Bett gegangen bin, wusste ich, ah, nächster Tag lernen. Wenn am Wochenende mal was Cooles geplant war, war ich vom Kopf her gar nicht so, dass ich es genießen konnte, weil ich wusste, ah, eigentlich müsstest du noch das, das und das und das machen. Und da habe ich mich auf jeden Fall auch verlaufen. Das gebe ich ganz, ganz klar zu. Und rückblickend hoffe ich natürlich einfach nur, dass man daran wächst und in der nächsten Examensvorbereitung fürs zweite Staatsexamen, was in 2 Jahren bei mir ansteht, dann vielleicht oder hoffentlich sich nicht wieder so daran verliert. Aber ja, was mich auch ganz, ganz doll gestresst hat, waren diese Probeklausuren. Ich weiß nicht, wie das euch ging, aber es heißt ja immer Klausuren schreiben, Klausuren schreiben, Klausuren schreiben. Und ich glaube auch, dass Klausuren schreiben wichtig ist. Wichtig für die Übung, fürs Formulieren, um es reinzukommen, ein Gefühl dafür zu kriegen. Ja, da bin ich bei euch. Aber mich hat das komplett verrückt gemacht. Also immer diese Probeklausuren, die hochgeladen wurden, ich habe mich da selber auch wieder so unter Druck gesetzt, dass es für mich so war, als wäre es eine reale Klausur. Ich habe mir einen Wecker gestellt, 5 Stunden und los geht's. Und bloß keine Pause. Und dann bin ich auch verrückt geworden. Also irgendwann konnte ich diese Probeklausuren auch nicht mehr mitschreiben, weil ich schon am Abend, bevor die Probeklausur hochgeladen wurde, komplett Magenkrämpfe bekommen habe. Und am nächsten Morgen war mir erstmal kotzübel. Aber es war eine Probeklausur, die gar nicht gezählt hat. Aber da seht ihr mal, wie sehr ich mich da auch reingesteigert habe. Und ich möchte das ganz ehrlich, wie gesagt, mit euch teilen, weil ich auch finde, dass so ein bisschen Real Talk dazugehört, dass man das Ganze nicht verschönert und sagt, hey, mir ging super, mir ist alles zugefallen und naja, ich hatte überhaupt gar keine Probleme im Examen oder insbesondere in der Vorbereitung. Das war leider nicht ganz so. Wenn ich auch auf die Tage kurz unmittelbar vor dem Examen blicke, muss ich sagen, da war ich auch nur noch wie so ein Alien. Also ich habe mich gar nicht mehr anwesend hier auf diesem Planeten gefühlt. Ich war wie in meiner eigenen Bubble. Und ich glaube, das ist einfach dieses Monat für Monat steigert man sich da mehr rein. Und ich bin ganz gespannt, was ihr mir mitteilt, wie es euch ergangen ist. Aber wie gesagt, ich hatte all diese Probleme, von denen ja der ein oder andere auch spricht. Aber ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass man da diesen Real Talk ansetzt und das auch mit euch teilt. Zu Lösungen kann ich nur sagen, da muss jeder für sich so ein bisschen gucken. Wichtig ist, glaube ich, dass wenn man merkt, dass man sich komplett verliert, dass man wirklich einen Cut setzt und sagt, ich muss an meiner Strategie, wie ich hier gerade an die Sache rangehe, etwas ändern. Auch ich habe dann längere Pausen eingebaut, habe wie gesagt die Probeklausuren einfach mal weggelassen und dann ging es mir schon ein bisschen besser, weil ich psychisch damit nicht vorher klargekommen bin. Ich habe Spaziergänge gemacht, in denen ich meine AirPods reingemacht habe, die Natur genossen habe, runtergekommen bin. Ich habe meine Sachen mal früher zusammengeklappt, auch wenn ich mir gesagt habe, hey, heute lernst du aber wieder bis 18 Uhr. Wenn ich ab 17 Uhr gefühlt wieder einen Heulkrampf bekommen habe, dann habe ich meine Sachen zugepackt und habe halt die restlichen Nachmittags- und Abendstunden etwas Schönes unternommen. Und dann merkt ihr auch gleich, dass es euch mit der Zeit viel, viel besser geht. Das heißt, ein Tipp von mir, weil ich wette, vielen von euch ergeht oder erging es genauso. Achtet auf euch selber und verliert euch nicht, weil Gesundheit ist immer noch das A und O. Sollte an erster Stelle stehen, dass es euch gut geht. Wir sind alles junge Menschen. Wir sollten nicht unser Leben von einem Staatsexamen abhängig machen. Manchmal habe ich aber selber dieses Gefühl gehabt, mein Leben würde jetzt davon abhängen. Das heißt, reflektiert euch selber und versucht wirklich daran anzusetzen und Lösungen zu finden, wie ihr besser damit umgehen könnt. Es gibt auch solche Lavendelsprays und Lavendeltabletten, die sind komplett naturbelassen. Die haben mich dann immer so ein bisschen beruhigt und entspannt. Dann konnte ich ein bisschen besser schlafen oder wenn ich da wieder voll stressig vor irgendeiner Bereicherungsrechtsproblematik stand, wir alle kennen das, dann konnte ich mich wieder ein bisschen mehr entspannen.
Ich hoffe, ihr konntet in diesem Video wirklich so ein bisschen, ja, mehr in meine Psyche, was mein erstes Staatsexamen und die Vorbereitung anging, reinschauen. Dieser Part 1 ist jetzt wirklich ein bisschen traurig und trist gewesen, aber ich verspreche euch, dass in dem Part 2 zum Thema Examensvorbereitung all die Sachen kommen, die ich jetzt rückblickend daraus gelernt habe. Weitere Tipps für euch für den Umgang und was auch positiv in meiner Examensvorbereitung war, weil insbesondere die positiven Sachen werden ja häufig außer Acht gelassen. Ich möchte euch nämlich natürlich auch ganz, ganz viel Mut geben für eure Examensvorbereitung. Ich hoffe aber dennoch, dass dieser Real Talk Part 1 euch gefallen hat und freue mich natürlich, wenn ihr mir weiterhin folgt auf meinem Kanal. Wenn ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich natürlich über ein Abonnement von euch freuen. Lasst diesem Video gerne einen Daumen nach oben da und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Shani Talk.